Willkommen zum heutigen Lernquiz. Heute geht es um die Atmungsorgane, die Nieren- und Harnwege und um die Haut. Wie funktioniert jetzt dieses Quiz? Ganz einfach. Zuerst mal die Grundlagen aus der Playliste Organsysteme lernen. Danach dieses Video mehrmals mit Ton ansehen. Und im Quizmodus ganz einfach den Ton ausschalten und einfach bei den gezeigten Strukturen versuchen mitzuraten. Es steht auch immer ein Text dabei, was jetzt hier konkret zu benennen ist. Danach nochmal mit Ton anschauen und schauen, wie viel vom gelernten Wissen hängen geblieben ist. Viel Erfolg beim Lernen! Kommen wir zu Lungen- und Atemwege. Die Lungen bestehen aus zwei Flügeln und diese aus mehreren Lappen. Rechts sind das 1, 2, 3 Lappen und links sind es nur 1, 2 Lappen. In der Mitte im Mediastinum liegt das Herz mit den großen Gefäßen. Die Lunge wird nach unten zu vom Zwerchfell begrenzt und liegt natürlich im Thorax. Umschlossen wird die Lunge knöchern von den Rippen. Außen an der Lunge liegen Lungen- und Rippfell. Das Rippfell kleidet die Rippen innen aus. Das Lungenfell liegt der Lunge auf. Das Lungenfell heißt Pleura viscerales, das Rippfell Pleura parietales. So können die Lungen sich gut entfalten. In der Mitte finden wir das Mediastinum, den Mittelfellraum. Hier liegen Herz und große Gefäße, zum Beispiel auch der rechte und linke Hauptbronchus. Die Atemwege beginnen im Nasenrachenraum. Hier finden wir den Kehlkopf, dann geht es weiter in die Trachea, die Luftröhre. Die Trachea besitzt hyaline Knorpelspangen und die Atemwege werden von Flimmerepithel ausgekleidet. Die Luftröhre teilt sich in rechten und linken Hauptbronchus auf. Die Hauptbronchien gehen weiter über Lappen- und Segmentbronchien und verzweigen sich insgesamt 24 Mal. Danach kommen die Bronchiolen und am Ende der Bronchiolen liegen die sogenannten Alveolen, das sind die Lungenbläschen. Hier findet der Gasaustausch statt. Das heißt, das sauerstoffarme Blut wird mit Sauerstoff angereichert. Diesen Bereich nennen wir Lungenhilus. Hier ziehen die Hauptbronchien und die großen Gefäße in die Lunge hinein. Hier oben sind die Lungenspitzen, auch Apex genannt. Hier unten die Lungenbasis, die dem Zwerchfell aufliegt. Kommen wir zu Niere und Harnwegen. Die Nieren sind bohnenförmige Organe, die retroperitoneal im Oberbauch unter dem Zwerchfell auf Höhe des 12. Brust- bis 3. Lendenwirbels liegen. Auf den Nieren sitzen die sogenannten Nebennieren, das sind endokrine Organe, das heißt, sie stellen Hormone her. Wir unterscheiden eine Nebennierenrinde und ein Nebennierenmark. Die Nebennierenrinde wird vom Hypothalamus-Hypophysensystem reguliert. Der in den Nieren gebildete Harn wird in das Nierenbecken geleitet und vom Nierenbecken verlässt der Harnleiter, das ist der sogenannte Ureter, die Niere, und der Harn gelangt über den Ureter in die Harnblase, wo er gesammelt wird. Aus der Harnblase führt die Urethra, die Harnröhre, nach außen. Die Nieren liegen in einer Nierenkapsel und sind von Fettgewebe umgeben. Sie besitzen eine sogenannte Nierenrinde und ein Nierenmark. Hier sehen wir die Nierenkelche, die in das Nierenbecken hineinmünden und von dort weg zieht der Ureter zur Harnblase. Die Niere ist besonders gut durchblutet und zwar von Arteria und Vena renalis. Die Niere besitzt eine Nierenrinde, ein Nierenmark, die sogenannten Nierenpyramiden, die Nierenkelche sowie ein Nierenbecken. Die Nieren bilden Harn und scheiden so wasserlösliche Giftstoffe und Stoffwechselendprodukte aus. Sie sind an der Regulation von Wasser- und Elektrolythaushalt beteiligt. Sie regulieren den Säure-Basen-Haushalt. Die Nieren sind aber auch endokrine Organe und produzieren Hormone wie zum Beispiel das Renin und Erythropoietin und in den Nieren wird Vitamin D aktiviert.
Die Nierenrinde enthält die eigentliche Funktionseinheit der Niere, die sogenannten Nephrone oder Nierenkörperchen. Die sind Gefäßknäuel, Glomeruli, die von einer Kapsel, Baumann-Kapsel, umgeben sind und deren offenes Ende in das Tubulussystem übergeht. An den Nephronen findet die Harnbildung statt mit Rückresorption von wertvollen Substanzen und Ausscheiden von harnpflichtigen Substanzen. Kommen wir zur Haut. Die Haut besteht aus drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut und Unterhautfettgewebe, auch Subkutis genannt. Die Oberhautepidermis ist ein mehrschichtiges, verhornendes Plattenepithel und besteht aus verschiedenen Schichten. Darunter finden wir die Lederhaut, auch Dermis oder Corium genannt. Hier befinden sich die Hautanhangsgebilde sowie Haarfollikel, Talgdrüsen und Schweißdrüsen, aber auch die Blut- und Lymphgefäße. Hier liegen auch zahlreiche Nervenfasern, zum Beispiel das Tast- und Vibrationsempfinden. Das Unterhautfettgewebe Subcutis dient als Kälteschutz, Energiespeicher und Verschiebeschicht zwischen Haut und Faszien. Oberhaut und Lederhaut bilden zusammen die sogenannte Cutis, die sich vom Unterhautfettgewebe der Subcutis abhebt. Die Epidermis besitzt zwar Nerven, aber keine Blutgefäße. Sie wird durch die Dermis über Diffusion ernährt. Die Haut schützt vor äußeren Einflüssen und reguliert den Wärmehaushalt. Sie kann durch Adaption gegen schädliche Einflüsse uns abschirmen, zum Beispiel durch eine Verdickung der Hornschicht oder Pigmentbildung. Die Epidermis besteht aus Epithelgewebe und somit nimmt sie Substanzen auf, speichert Wasserfett und Salze und scheidet Stoffwechselprodukte aus. Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt. Die Hornschicht der Epidermis besitzt einen Säureschutzmantel mit einem pH-Wert von 5,5. In der Dermis liegen Blut- und Lymphgefäße, Nerven und Muskelfasern, die Haarwurzeln sowie die Drüsen, nämlich Schweiß- und Talgdrüsen, sowie Rezeptoren mit Wärme- und Kälterezeptoren sowie Tastsinneszellen. Die Gefäße, die hier liegen, versorgen die Epidermis über Diffusion mit Nährstoffen. Hautanhangsgebilde wie Haare und Nägel dienen dem Schutz. Die Subcutis dient als Wärme- und Nährstoffspeicher, Polster und federt Druck und Stöße ab und schützt zusätzlich vor Wärmeverlust. Unsere Haut hilft uns bei der Regulation der Körpertemperatur, unter anderem über die Schweißbildung. Die Haut ist ein Kontaktorgan, ein Sinnesorgan, ein Resorptions- und ein Sekretionsorgan. Die Haut reagiert auf diverse Hormone, zum Beispiel auf Östrogen, Progesteron und Androgene, die zum Beispiel die Talgdrüsen stimulieren. Die Haut ist auch ein riesengroßes Schutzorgan, das uns vor Hitze, Licht, Verletzungen und Infektionen schützt, und genauso wie der Darm besitzt die Haut ein eigenes Mikrobiom. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Quiz wieder einige Organe und Systeme näher bringen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei Prüfungen und viel Freude beim Lernen.